the new world order. Dare you to cross that border? Nobody can control us. Gonna make you lose your focus. And they know when you're passing me, passing me, there will be a catastrophe. Blast me, and you can stop your gassing me. Already I'm the shit like your majesty. So bad day. So you wanna go toe to toe? Only way you're beating me is if I don't show, don't show. But I ain't going anywhere. Never left now. I'ma keep it right here. You'll be coming for the throne. You'll be getting sick. I know you feel it in your bones. I don't wanna hear another single word coming at your mouth. Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei The Search 2. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen was geschafft gehabt. Ich habe am Ende eigentlich mehr oder weniger nur diesen einen Gegner da vorne bearbeitet. Ich glaube, das habe ich 20 oder 25 Minuten lang gemacht. Ich habe jetzt, bevor ich die dritte Folge gestartet habe, noch ein wenig gegrindet. Und ich habe neues Equipment dazu bekommen. Das kann ich euch natürlich auch zeigen. Zumal haben wir jetzt ein Kopfmodul, ein weiteres Armmodul und ein weiteres Beinmodul. Zudem habe ich auch eine neue Waffe bekommen, die ich auch schon upgradet habe. Die ist jetzt auf Level 2. Die habe ich von irgendeinem der Gegner, die jetzt im weiteren Verlauf hier gekommen sind, habe ich die bekommen. Und ja, ich habe am Ende der letzten Folge natürlich ein bisschen was ausprobiert. Das habe ich jetzt auch noch gemacht. Ich weiß jetzt mittlerweile wirklich, wie wir gewisse Sachen einfach mal abtrennen können. Also die blauen Punkte sind auf jeden Fall die richtigen Schwachstellen des Gegners. Da macht er wirklich extrem viel Schaden. Aber wenn wir natürlich diese goldenen Teile anvisieren, dann bekommen wir natürlich auch die Teile, die wir dann im Endeffekt von ihnen zerstören. Mal als bestes Beispiel gehen wir jetzt komplett auf den Körper und wir ziehen ihm jetzt Energie ab bis zum Schluss. Dann können wir halt den Finisher ausführen und wir kriegen natürlich dadurch auch Teile für diesen Brustpanzer. Würden wir jetzt den rechten oder das rechte Bein anvisieren und das komplett so durchziehen, würden wir natürlich Teile für das rechte Bein bekommen. Und das gleiche gilt auch für den linken Arm. Und würde er einen Helm tragen, würden wir das weiterhin bearbeiten. Komplett von Anfang bis zum Ende würden wir natürlich auch Teile für einen Helm bekommen. Und das habe ich jetzt gemacht und dadurch habe ich jetzt natürlich auch einige Teile bekommen. Weiß nicht, habe jetzt bestimmt so 10 Minuten gegrindet, habe relativ viele Tech-Scraps zusammenbekommen und konnte mir natürlich dadurch auch das komplette Set herstellen. Ich schleiche mich jetzt mal an den Gegner an und versuche ihn mal dadurch relativ viel Schaden zuzufügen. Ihr seht ja, er hat noch nicht mitbekommen, dass ich hier bin. Wenn ich näher rangehe, müsste das gleich rot werden. Na, da ist es. Und dann können wir auf einmal extrem viel Schaden ausführen. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell ich den dann auch fertig machen kann. Ich habe jetzt das erste Mal mit dieser Waffe gekämpft. Das ist die neue Waffe, die ich bereits auf Level 2 habe. Aber die macht sich, glaube ich, ganz gut. Ich hatte im ersten Teil von The Search natürlich auch ein Einhandschwert. Bin nachher im weiteren Spielverlauf dann natürlich auch auf andere Waffen gegangen. Das wird dann in diesem Spiel hier nicht anders sein. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt auf jeden Fall erstmal echt shit. Ja, echt shit, wollte ich sagen. Echt nice. Okay, ein großer Schrotthaufen. Was haben wir hier? Ach so, hier würden wir zurückkommen, okay. Ja, gut. Habe ich jetzt ein bisschen was erklärt, was ich gemacht habe? Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie wir was abtrennen. Und dass wir wirklich von Anfang bis Ende auf gewisse Teile gehen müssen, um auch gewisse Komponenten für diese Ausrüstungsgegenstände dann zu bekommen. Also geht es jetzt hier erstmal weiter. Hier vorne müsste jetzt gleich ein Gegner rausspringen. Oder er ist dahinter. Geh jetzt mal auf den rechten Arm bei ihm. Ja, es hat sich natürlich nichts daran verändert, dass wir immer noch ein bisschen ausweichen müssen und wirklich aufpassen müssen, wie wir vorgehen. Denn wir können wirklich bei dem Spiel echt schnell draufgehen. Den jungen Mann schnappe ich mir auch mal. Ich versuche mich mal langsam anzuschleichen. Das hat hier natürlich schon ein bisschen besser geklappt. Na gut, er macht natürlich jetzt hier eine Welle. Wir gehen mal auf den Kopf. Ich hätte ganz gerne entweder ein Implantat von ihm oder ein Ausrüstungstool für seinen Helm.
gucken, ob das klappt. Er ist auf jeden Fall jetzt seinen Kopf los. Der gute Mann will uns auch ans Leder. Da hole ich mir auch mal eine Komponente für seinen Helm. Ja, das war natürlich ein extrem geiler Finisher, wie ich fand. Die Finisher werden hoffentlich im weiteren Spielverlauf natürlich immer noch kurioser und brutaler. Da hinten ist ein Gegner. Ja, da bin ich noch nicht lang gelaufen. Ich bin vorhin nicht eigentlich hier lang gelaufen. Ich kann ja jetzt mal hier vorne lang laufen, aber ich habe keine Heilung. Daher werde ich mal schnell mein Dröhnchen holen. Ach du Scheiße. Okay, mein Bester. Deine Waffen hätte ich ganz gerne. Kannst du mir die geben? Er hat sogar zwei Waffen, kann das sein? Ach du heilige Scheiße, okay. Die Angriffskombi muss ich mir mal angucken von dem. Alter Falter. Der ist ja extrem in Rage-Modus. Oh, das war knapp. Mal schnell ein bisschen Heilung herholen. Dadurch, dass wir auch immer wieder raufschlagen, achtet mal da unten drauf auf die blaue Energieanzeige. Dadurch lädt sich der Akku auch auf. So, mein Bester. Okay, er ist ziemlich wild. Immer darauf achten, dass wir noch genug Ausdauer haben. Oh mein Gott. So, jetzt mache ich einen Finisher. Jetzt müsste ich eigentlich die Waffe von ihm bekommen, weil ich ihm auch den Arm abgeschlagen habe, mit der er die Waffe halt gehalten hatte. Und so ist es, glaube ich, auch. Wir haben ein neues Schema erhalten für ein weiteres Armmodul. Wir haben ja jetzt eine andere Rüstung, glaube ich. Muss mal gucken, was ist das? Das ist das Plünderer-Set, genau. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt ein Schema bekommen. Das wäre jetzt für ein anderes Set. Wir müssten diese Art von Gegner natürlich auch mehrmals besiegen, um gewisse Teile dann dafür zu bekommen. Und wir haben modifizierter Zerteiler erhalten. Das ist jetzt auch eine neue Waffe. Die gucke ich mir gleich mal an. Ist natürlich nice, wie ich finde. Ausdauerverbrauch, ja gut, ist ein bisschen heftig. Aber Energiegewinn plus 45%. Können wir doch glatt mal reinnehmen. Und dann testen wir die Waffe einfach mal aus. Okay, das sind Zweihandwaffen. Du hast eine Waffe vom Typ Double Duty ausgerüstet. Drücke die R1, R2 Angriffstasten einmal, um langsame und mächtige Schwungangriffe auszuführen. Drücke die R1, R2 Angriffstasten schnell erneut nach dem Einleiten eines Angriffs, um die Waffe aufzuspalten und eine Serie von Angriffen zu entfesseln, oder drücke einfach, wie du willst, auf die Tasten, das noch auch geht. Quatsch, das geht auch. Okay, so rum. Ja, okay. Na gut, dann versuchen wir das mal. Ja, ihr habt ja wieder gesehen, ich bin der absolut beste Vorleser ever. Ist natürlich echt nice, wie ich finde, die Waffe. Muss ich mich aber erstmal ein bisschen dran gewöhnen. So, mal mein Dröhnchen rufen. Die Drohne kann natürlich auch einiges machen. Die verschwindet aber natürlich auch gleich wieder. Alles klar, okay. Soweit, so gut. Die Waffe ist ja echt toll, wie ich finde. Ah, komm, gib mir mal was für dein Kopfmodul. Ach, hier sind ja zwei! Oh, das habe ich noch nicht gesehen. So, den einen haben wir erstmal hingerichtet. Gibst du mir eventuell was für deinen Kopf, mein Freund? Wow. Ich glaube, von dem habe ich sogar die Waffe bekommen. Das müsste der gewesen sein. Jetzt bist du ein Kopf los. Hat er noch was Tolles für uns? Neues Implantat. Akku. Adrenalin. Sator oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, ganz genau. Noch ein paar Omnizellen mitnehmen. Ah, die alte ist echt nervig. Ja, die wirft immer mit solchen Dingern. Nee, Quatsch, das ist ein ganz anderer Typ. Was hast du denn da für eine nette Waffe? Oha. Kann ich das Ding haben? Haben wir da was bekommen? Nee, haben wir nicht. Schade eigentlich.
Ich habe währenddessen ich gegrindet bin hier vorne auch noch eine Keykarte bekommen. Damit würden wir jetzt hier reinkommen, aber ich laufe erstmal hier vorne lang und schaue mich hier noch ein bisschen um. Denn weiter als hier vorne bin ich noch nicht gewesen. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Ah ja, okay, das ist die Karte von Jericho. Habt ihr das auch mal gesehen? Ach du Scheiße, der hat ja schon Stufe 3. Ah, da sind mehrere. Sehr schön, einer ist schon mal down. Und der andere Clown, ja gut, den muss ich versuchen irgendwie fertig zu machen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Heftig. Wie soll ich denn den klar machen? Ah, okay. Das lassen wir erstmal. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich den fertig machen sollte mit seinem Schild. Wir laufen erstmal den anderen Weg. Aber am besten sollte ich auch zurück zur Medibay-Basis, denn sonst sind meine ganzen Tech-Scraps wieder weg. Dann wird dann auch mal kurz gespeichert, die ganzen Gegner spawnen wieder und dann kann ich hier nochmal langlaufen und kann nochmal ein bisschen was einsammeln. Ist natürlich wie in jedem Spiel aller Anfang schwer und man muss ab und an dann doch öfter mal ein bisschen grinden, um gute Ausrüstung zu bekommen. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen was aufleveln. Das sollte erstmal reichen. Das ist natürlich das neue A-Modul. Ihr seht ja, ich habe jetzt das hier, das Plünderer-A-Modul. Das ist von der Operator-Klasse. Und wir haben jetzt Vultier-A-Modul. Das ist von der Sentinel-Klasse. Die haben natürlich auch ganz andere Werte. Aber das andere ist definitiv besser. Ihr seht ja, Verteidigung, was ich habe, ist 10 und das Ding hat schon 25. Ist natürlich geil. Sollte ich mal darauf achten, ob ich da noch mehrere Module von bekomme. Soweit ich das sehe, kann ich ja nichts mehr upgraden. Aber ich kann noch hier die weiteren Kerne platzieren. Und das werde ich auch mal machen. Bin ja bisher immer auf Ausdauer und Akkueffizienz gegangen. Daher mache ich das jetzt auch so weiter. Bin damit ganz gut gefahren. Von daher passt das schon. Die Tech-Scrap haben wir schon mal ins Lager gelegt. Oh, wir haben wieder was. Sehr schön. Hauen wir doch glatt mal rein. Exo-Rig verbessert. Implantat-Slot freigeschaltet. Das ist ja geil. Wir haben Exo-Kernleistung Level 20. Die hauen wir doch auch gleich nochmal hier rein. Mal gucken, wie viel Damage ich jetzt mache. Ich schleiche mich mal wieder an. Ah, das macht sich schon bemerkbar. Das waren jetzt aber harte Treffer. Ihr habt ja gesehen, wie schnell die Ausdauer runtergegangen ist. Und es kommen immer neue geile Finisher hinzu. Das war heftig. Alles klar, okay. So, wo ist der eine Vollpfosten? Der ist hier vorne. Ah, gib mir mal dein Bein bitte, wenn es geht. Oh. Ja, verdammt. Wenn ich einmal in dieser Kombi bin, dann kann ich nicht mehr so schnell ausweichen. Ich möchte die Kombi natürlich auch immer versuchen durchzuziehen. Weil ich muss wirklich darauf achten, dass ich nicht so viel Schaden kassiere. So, der eine Freak hier vorne, dem schlagen wir doch gleich mal sein linkes Bein wieder ab. Verdammt, verdammt, der hat mich wieder getroffen. Der Akku war wieder voll, ich habe mir wieder ein bisschen Heilung verschafft. Na komm, ein Treffer noch. Und Finisher. Der Typ will auch nochmal was. Hat er irgendeine tolle Waffe? Nee, hat er nicht.
Geh mal auf den Kopf, denn dadurch kriegen wir auch Implantate. Den Tipp kann ich euch geben. Wenn ihr nicht so wirklich wisst, welche Gliedmaßen ihr mehr oder weniger ihr abtrennen solltet oder wolltet, geht dann auf den Kopf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch Implantate gedroppt bekommt. Aber der eine Typ hier vorne ist gar nicht mehr am Start. Der ist irgendwie nicht mehr respawned. Warum auch immer. Von dem wollte ich mir noch ganz gerne noch... Na, wo waren das? Kann ich gerade nicht einsehen. Ich habe doch so ein Schema bekommen. Ach so, das hätte ich herstellen können. Ja gut, habe ich jetzt nicht gemacht. Aber der Typ, von dem wir jetzt hier die Waffe bekommen haben, habt ihr ja gesehen, der ist jetzt nicht mehr da. Den hätte ich ganz gerne noch ein, zwei Mal gemacht, um dann noch gewisse andere Module zu bekommen. Aber ist der das da hinten? Ich weiß es nicht. Ah ja, okay. Was mit dem Freak da oben? Ich hab's mir schon fast gedacht. Aber den locke ich erstmal an. Denn warum sollte ich mich jetzt hier vorne in einen Kampf wagen, wo die anderen mich dann theoretisch auch noch beschmeißen können? Dann kann ich den hier vorne in aller Seelenruhe fertig machen. Scheiße, verdammt. Dem konnte ich jetzt leider irgendwie nichts abschlagen. Mit abschlagen meine ich auch wirklich abschlagen. Aber den Freak da oben, den kann ich fertig machen. Ich möchte aber auf eine Schwachstelle zielen, denn dann macht das mehr Damage. Den hat man schon mal ausgeschalten. Was hat der? Körper. Okay, holen wir uns mal von dem noch was. Hallo, mein Bester. Ah, das ist die Alte, die so nervig ist. Ach, du heilige Scheiße. Okay, schnell abtrennen, abtrennen. Ah, Gott sei Dank, das hat geklappt. Netter Finisher, wie immer. Ach du Scheiße, hier geht's ja noch runter. Was haben wir denn hier? Es wird auf jeden Fall gespeichert. Das verheißt immer nichts Gutes. Steht noch einer. Okay. Aber ich komme hier nicht weiter. Vielleicht komme ich da zu einem späteren Zeitpunkt raus. Mal gucken. Lass mal schauen. Haben wir hier vorne noch irgendwas Tolles? Ja, da ist was. Da muss ich hin. Das muss ich haben. Wie zum Teufel komme ich da ran? Da oben ist auch noch was. Ich wollte euch auch noch was zeigen. Wir haben ja verschiedene Drohnen. Wenn ich jetzt diese Drohne hier reinnehme, das ist der Loot-Scan-Radar. Und wenn ich den einsetze, dann wird uns angezeigt, was es hier so alles in der Gegend gibt. Ihr seht ja, da oben ist ein neues Implantat. Ist auch egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ein neues Schema. Kampfmodul. Alles klar. Ja, das hätte ich ganz gerne. Aber ich komme da irgendwie nicht hoch. Ich muss da hoch. Ah ja. Habe ich noch Munition? Ah gut, 6 Schuss. Ich kann mir das Implantat natürlich jetzt auch holen, wenn ich da hochlaufe. Das kann ich doch zerstören, oder? Hab ich mir doch schon fast gedacht. Ein weiterer kleiner Schrotthaufen. Wo war jetzt das Schema für diese eine Waffe? Ach so, das ist der Typ da oben, der das wahrscheinlich hat, wa? Weil so weit war der Radius eigentlich gar nicht von dem Loot-Scan. Aggressionsumleiter, okay. Aber das war nicht das, was ich gesehen hatte. Gucken, ob ich mich anschleichen kann. Na, warte mal, Freundchen. Kommst du hier vielleicht nochmal hoch? Wärst du so nett? Er ist wahrscheinlich nicht so nett. Kann man nicht vorstellen, dass er da hochspringen kann.
habe ja seinen Kopf bearbeitet, also machen wir das auch weiterhin. Hat der jetzt das neue Schema? Kann das sein? Ne, der hatte das auch nicht. Aber was zum Teufel wurde mir denn hier bitte schon angezeigt? Ne, das war nur ein Schrotthaufen. Da oben war aber irgendwie auch noch was. Scheiße, verdammt. Ich komme hier gar nicht mehr wieder hoch. Ah, das war der eine Typ, den ich davon gesehen hatte. Na, mal gucken, wenn ich das jetzt geschmeidig löse. Na gut, das war sehr geschmeidig. Es gab wieder ein paar Omnizellen, das ist toll. Aber wo zur Hölle war jetzt dieses verdammte Schema? Bin gerade leicht verwirrt. Ein neues Implantat. Am besten, ich fliege da nicht ins Wasser. Wo zur Hölle war das? Ich muss nochmal den Loot-Scan rausholen. Naja, da vorne ist der Schrotthaufen. Der befindet sich hinter der Tür, da war ich ja schon mal. Findet der sonst noch hier was? Ich finde das echt eine tolle Sache. Ich meine, man könnte, ja, man könnte wirklich relativ viel übersehen. Davon mal abgesehen, ja. Und jetzt haben wir natürlich so einen Loot-Scan, das ist natürlich echt nett. Oh, was haben wir da? Ein weiterer Audiolog. Hey, sieht nach einer tollen Abkürzung aus. Ja, bis wir ausrutschen und uns die Strömung befreien. Wohin auch immer. Ach, ich sehe hier keinen, der mitgerissen worden wäre. Sieht für mich sicher aus. Gehen wir. Alles klar, jetzt bin ich hier drüben wieder. Dann war das der einzige Weg zurück. Da unten ist auch noch irgendein Vollidiot, der sich da an der Tonne wärmt. Ich schaue mich hier oben erstmal um. Drohne. Nee, Drohnenwaffen erhalten. Ja. Was ist das? Nee, warte mal. Den gucke ich mir woanders an. Was kann der denn? Da steht irgendwas für ein Banner. Du kannst keine Banner im Offline-Modus platzieren. Okay, das scheint eine Drohne zu sein für einen Online-Modus oder irgendwie sowas. Schade. Was haben wir hier? Exoline benutzen. Okay, da können wir auch runterrutschen. Ah, was ist das? Neues Implantat erhalten. Toxischer Filter. Ach scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ich müsste jetzt, glaube ich, komplett den Weg wieder zurückrennen. Aber gut, das war, glaube ich, nur dazu da, um da hochzukommen und dann da runter zu rutschen. Da ist noch jemand. Dem sagen wir doch mal gepflegt Hallöchen. Ja, ist die Waffe nicht toll? Macht sie nicht echt was her? Wir müssen natürlich auch wirklich auf die Ausdauer aufpassen. Daher müssen wir demnächst auch mal wieder die Kernleistung erhöhen. Damit wir wieder ein bisschen mehr Ausdauer haben. Das Geile ist natürlich jetzt an diesem Set, was ich habe, dadurch, dass ich 6 Teile habe, wenn ich jetzt jedes Mal einen Finisher ansetze, werde ich natürlich auch ein wenig geheilt. Das hat schon was. 3 weitere Omnitech-Zellen. Da hinten geht es zurück zur Medibay. Ich muss nicht unbedingt immer zur Medibay, wie ich gerade sehe. Denn die Gegner spawnen auch irgendwie so. Was hat er denn da Tolles noch am Start?
wollen wir doch glatt mal haben. Habt ihr gesehen durch den Finisher, wie die Energie wieder hochgegangen ist? War schon echt nett. Der eine Freak, der mich da bewusst. Ja, guck mal einer an, wa? Da schleicht sich einer an. Jungs, kommt mal. Oh, wo kommst du denn her? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, okay, gegen so viele ist das natürlich ein bisschen scheiße. Dann ist noch einer. Scheiße, die alte wollte ich eigentlich finishen. Oh, die mal wie ihren blöden Molotovs hier. Die mir auf den Sack. Schon wieder die alte. So, jetzt bist du deinen Arm los. Ach, die beiden Jungs da hinten, die haben sich wieder nach da vorne verzogen. Na, ist ja toll. Na, habt das gemütlich? So, mein Freund, du bist schon mal Geschichte. Oh, verdammte Scheiße. Schnell mal wieder ein bisschen hochheilen. Ich kann nicht immer gleich direkt ausweichen. Habt ihr das gesehen? Denn das ist einfach echt ein bisschen blöd gemacht mit der Waffe. Er setzt erstmal an zu ein, zwei Schlägen und dann ist er halt auch in dieser Kombi drin. Und ja, wenn der Gegner dann halt gerade was macht, dann trifft er mich auch jedes Mal. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber nichtsdestotrotz ist die Waffe echt nice, wie ich finde. Ein weiterer kleiner Schrotthaufen. Aber ich möchte nochmal unbedingt nach da vorne gehen, denn da oben gab es noch einen weiteren Weg. Bin mal gespannt, ob jetzt hier vorne auch wieder ein paar Gegner respawned sind. Ah, ja, guck mal einer an. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass wir hier diese Kisten zerstören können. Oh, was ist das denn? Nettes Bild. Na, können wir das nicht zerstören? Jawohl. Das war der große Schrotthaufen. Ich bin mal gespannt, wie viel Metall der bringt. Und was haben wir jetzt hier oben, wenn ich hier weitergehe? Ein weiterer kleiner Weg. Interessant. Ah ja. EMP 44 Starfish. Das hatten wir schon. Mal gucken, was hier noch so kommt. Neues Implantat erhalten. Omnizellenmagazin. Auch nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall vom Vorteil, sich demnächst darum zu kümmern, mit den ganzen Tech-Scraps diese Kernleistung weiter aufzufüllen. Denn umso mehr Kernleistung wir haben, umso mehr Implantate können wir natürlich auch mit uns tragen. Und das kommt uns natürlich im Endeffekt bei dem ganzen Skilltree, denn, Quatsch, nicht bei dem ganzen Skilltree, bei unserer ganzen Ausrüstung zugute. So, mal wieder eine Milchschnitte vorher gegessen, sonst hätten wir die Tür da gar nicht aufmachen können. Da drüben wollte ich eigentlich hin. Kann ich denn eventuell noch höher? Ich glaube nicht, wa? Nee, kann ich nicht. Warum bin ich jetzt hier oben? Ah, egal. Das hier können wir nicht öffnen. Oder wir können es wahrscheinlich von der Seite hier nicht öffnen. Weiter höher kommen wir auch nicht unbedingt. Oh ja, ich hätte gedacht, ich schaffe das vielleicht. Alles klar, mal gucken. Hier geht's nicht weiter. Hier habe ich alle Gegner fertig gemacht. Hier vorne bin ich noch nicht weitergelaufen. Ich hoffe, das ist der einzige Gegner hier. Nicht, dass mich irgendwo wieder einer angreift. Na komm, Freundchen. Mach mal was. Ich kenne ja mittlerweile schon ungefähr deine Angriffskombi. Der Schwinger vom Dienst.
Scheiße, verdammt. Warum konnte ich dem das jetzt nicht abtrennen? Wundert mich ein bisschen. Ich hatte doch das extra anvisiert. Ich kann sagen, warum können wir das Ding nicht zerstören? Da kommen wir auch noch nicht rein. Da fehlt uns auch noch eine Keycard für. Was haben wir hier? Voller Akkuleistung. Bauen wir da glatt mal rein. Ach du Scheiße, was war das denn? War das Nanoschaden? Was steht hier? Während du L1 Blocken gedrückt hält, steuere mit R in die Richtung feindlicher Angriffe, um direktionale Blocks auszuführen. Naja. Schon klar. Das wurde uns ja schon mal gesagt. Aber was zur Hölle ist das hier? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Eben hatte ich noch gedacht, das könnte vielleicht wieder sowas sein, wo wir eine Kiste öffnen und so einen geheimen Gegenstand da kriegen. Von diesem einen Mädchen. Wir haben ja schon in der ersten Folge so eine Stoffpuppe bekommen. Oder war es am Anfang der zweiten Folge? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall in einer der vorherigen Folgen. Da kommen wir nicht rüber, also gehen wir hier runter. Also wir kommen da schon rüber, aber da drüben geht es nicht weiter, so wollte ich das sagen. Hier war ich auch schon. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir ins Wasser springen. Ich würde es jetzt ungern ausprobieren. Aber ich möchte hier vorne nochmal langlaufen, denn ich bin ja da oben runtergefallen oder runtergesprungen. Ich glaube, ich bin da irgendwie runtergesprungen und habe mir da noch ein Item geholt. Zudem würde es hier auch weitergehen. Ihr seht ja, da hinten stehen noch ein paar Piloten. Die sind ganz scharf darauf, uns zu zerstückeln. Und hier vorne ist der eine Weg, den ich ganz gerne noch ablaufen möchte. Wenn es denn hier irgendwie überhaupt weitergeht. Hier geht es auf jeden Fall runter. Nein, ich wollte... Oh, ich habe gedacht, ich kann da nochmal durchlaufen. Dann geht das halt nicht. Ah, hier können wir noch irgendwas öffnen. Öffnet eine Tür. Das ist ja interessant. Jetzt kommen wir also auch hier weiter. Sehr schön. Dann können wir doch hier vorne erstmal an die Medibay rangehen. Zudem wird dann auch gespeichert, wenn wir das hier wieder verlassen. Wir haben noch ein paar Scrap-Items. Gleich mal alle reingebrettert. Zudem habe ich natürlich auch noch bei Inventar... Nee, habe ich doch nicht. Okay. Wie ich jetzt gerade festgestellt habe, wenn wir an der Medibay sind, können wir natürlich alle Scrap-Items auch direkt dort einlösen. Wir müssen nicht das selber im Inventar machen. Hier haben wir jetzt auch ein paar neue Implantate. Mal gucken. Verbrauch der Kernleistung, auch nicht schlecht. Wie ich gerade sehe, wir haben ja noch einen weiteren Inventarslot. Was könnte man denn da reinhauen? Na gut, mitgeführte Munition plus 5 ist jetzt nicht so der Bringer. Verbrauch der Kernleistung. Das ist schon nicht schlecht. Ausdauerregeneration plus 30%, das ist auch geil. Schaden plus 10%, auch nicht schlecht. Ihr seht ja schon, diese grauen Implantate sind alle Mark 1, also Stufe 1. Und die hier sind Mark 2. Ich weiß nicht, was sollte ich denn reinnehmen? Schaden ist eigentlich ganz geil, aber Ausdauerregeneration, ja gut, das geht eigentlich relativ schnell wieder hoch, wie ich finde. Daher gehen wir mal auf Schaden. Und das setzen wir mal da rein. Und dann könnte ich an der Medibay noch ein neues Schema herstellen. Und zwar... Goliath-Klasse. Oha. Okay, Verteidigung. Der hat so und so viel. Ich würde nämlich ganz gerne immer ein komplettes oder ein Teilset tragen wollen. Natürlich kann man auch gewisse Teile von gewissen Sets kombinieren, aber es bringt im Endeffekt nachher gar nichts. Entweder hat man 3 Set-Teile von einem Set oder 3 Teile halt von einem Set, um den Teilset-Bonus zu erhalten, oder man geht auf ein komplettes Set, um den Komplettset-Bonus zu erhalten. Muss man sich natürlich alles ausprobieren.
Das könnte ich auf jeden Fall jetzt herstellen. Würde mir jetzt aber nichts bringen, weil mir die anderen Teile fehlen. Und was soll ich mit einem Teil? Aber im Vergleich zu meinem Arm hat er schon mal 15 mehr Verteidigung. Und der Helm... Na gut, der hatte 21 mehr Verteidigung. Auch heftig. Aber warte ich erstmal ab. Okay, können wir noch irgendwas Tolles upgraden? Nee, können wir nicht. Warum können wir nur dieses Implantat hier upgraden? Und nicht die anderen? Wundert mich ein wenig. Oha, das hat er genau ausgereicht. Wir gehen mal wieder auf Ausdauer und auf Akkueffizienz. Es wurde auch gespeichert. Ich könnte jetzt natürlich zwei verschiedene Wege gehen, da ich jetzt auch die beiden Türen hier geöffnet habe. Ich würde auch ganz gerne noch ein bisschen weiter mal gehen in dieser Folge. Ihr wisst ja, bei meinen Folgen, was die Zeit angeht, no limits, mehr sage ich gar nicht. Aber der eine Typ ist nicht mehr da, von dem kriege ich das Set nicht mehr, oder ja, das ist ein Teil von dem Set. Das von dem Sentinel, das hätte ich ganz gerne, obwohl mich das Goliath-Set auch ein wenig interessiert. Allein nur vom Schaden her. Ach Quatsch, nee, nicht vom Schaden, von der Verteidigung halt. So, mein Bester, kann ich dir was abtrennen? Nee, kann ich nicht. Mit dir kann ich reden, wa? Nee, kann ich auch nicht. Du stehst einfach nur an der Tonne. Okay, ich hab's verstanden. Wie können wir uns jetzt einen weiteren Weg zurückschaffen? Machen wir doch glatt mal. Und sagen dem guten Mann mal gepflegt, wie immer, Hallöchen. Ach, du Scheiße. Hier versuche ich mal was abzutrennen. Ihr seid Zwillinge, oder? Kann das sein? Ihr seht gleich aus. Jungs. Muss das immer sein? Ah, ich wage einfach manchmal ein bisschen zu viel. Dann ist aber gut hier. So, der eine von den Twins ist schon mal down. Das wird seinem Brüderchen bestimmt nicht gefallen haben. Scheiße, das meine ich. Ich will immer meine Angriffskombi durchziehen und in dem Moment trifft er mich dann. Mal gucken, wo komme ich denn jetzt hier lang? Hier vorne lag noch was, das habe ich mir gemerkt. Kleiner Schrotthaufen. Oh, was ist das denn? Ein großer Schrotthaufen. Ah ja. Ich habe ja immer schon gesagt, wer sich umschaut, wird stets belohnt. Ah ja, der Stufe 2. Was fehlt mir denn noch? Ich habe einen Helm und ich habe ein Armmodul. Ein Beinmodul wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wa? Oh nein, das ist die eine alte wieder. Ach du Scheiße, oh nein. Ja, so schnell kann's gehen, ne? Die war also schon Stufe 2. Naja, gut. Ich würde ganz gerne meine Tech-Scraps von der wieder haben. Und ich schaffe die auch, das weiß ich. Ah, was hast du noch Tolles am Start? Du hast noch was für den Kopf, wa? Oh, das hat mich schon wieder getroffen. Ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich dann doch öfter hintereinander angreife, dass ich ihn sogar in seinen Aktionen unterbrechen kann.
Sollte ich vielleicht öfter mal ausprobieren. Ne, warte mal, den anderen wollte ich hier anvisieren. Gib mir mal was für deinen Körper, Freundchen. Da hab ich schon wieder getroffen. Ich mache hier keine halben Sachen, außer mit dir. Wo ist denn der andere Freak? Ja, hast du noch was? Der rechte Arm, oder? Das kann doch nur die Waffe sein. Oh, jetzt kommt der eine Idiot da schon wieder dazu. Na, warte mal. Jeder wird hier bedient. Ihr könnt euch gerne anstellen. Und dann danach eure Gliedmaßen, wenn es geht, selber aufsammeln. Oh, scheiße, verdammt. Jetzt hat er mich schon wieder getroffen. War es das? Ich hoffe ja. Ich habe aber immer noch keine Heilung, aber ich möchte meine Tech-Scraps da hinten wieder einsammeln. Ah ja. Okay, warum nicht gleich so? Na komm. Na komm. Alter, haut die rein. Ach, du Scheiße. Ah, die ist böse. Das können wir auch so regeln. Na, der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Hat der eine Schwachstelle? Das können wir auch so regeln. Klokonov, R-47 Autogewehr, Drohnenwaffe erhalten. Oh, das ist doch mal schick. Ja, 308 Tech-Scrap wieder erlangt. Gesundheit wiederhergestellt. Na, das ist doch toll. Wir rüsten uns gleich mal die Drohne aus. Wo war denn das nochmal? Wo sind die Dröhnchen? Nehmen wir doch glatt mal rein. Ah, die ist schon ein bisschen größer wie die andere. Ja gut, was das jetzt hier ist, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht fehlt uns dazu noch irgendwie Ausrüstung, um da weiterzukommen. Mal schauen. Ah ja, hier wird es wieder runtergehen. Ach so, da unten ist eine Box. Mal gucken, was ist da drin? Exokondensator. Neues Implantat erhalten. Exokondensator Mark II. Wo zum Teufel bin ich denn jetzt gelandet? Der eine Löffel da oben hatten wir noch nicht gesehen. Was hat denn der so tolles? Er hat eine tolle Waffe. Arm. Na, warte mal, ich hätte ganz gerne deine Waffe, Freundchen. Oh mein Gott. Hoffentlich kriege ich die Waffe auch. Beeindruckend sieht sie aus. Naja, ganz toll, das kennen wir schon. Lieber Arm ab, als Arm dran. Waffe erhalten, Brecher. Nice. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Wir finden hier wirklich einen Haufen Scheiß. Und der Reim musste auch voneinander sein. Da war einer. Ich habe einen Doppelreim draus gemacht. Drohnenwaffe erhalten. Wird ja immer besser. Spraydose. Auch geil. Ja, du hast tolle Waffen. Haben wir schon mal gesehen. Mit dem Graffiti-Drohnenmodul kannst du Tags für andere Spieler hinterlassen. Die will ich nicht. Sprayer-Zeiten. Ja, gut. Das ist ein anderes Thema. Aber gut, dass wir hier waren. Das
Das ist jetzt, glaube ich, auch wieder so eine Stelle gewesen, dass wenn ich eventuell zu einem späteren Zeitpunkt oder wenn ich den Bereich wieder etwas weiter verlassen habe und dann hierher zurückkehre, dass dann der Typ wieder am Start ist und wir könnten ihm somit dann wahrscheinlich auch was vom Körper oder was vom Kopf abtrennen und könnten dann wahrscheinlich wieder Module für ein anderes Set wieder zusammensammeln. Könnte ich mir so vorstellen, dass das geht. Ach du Scheiße. Okay, er ist stinksauer. Na, warte mal, ich habe nur andere Drohnen. Ja gut, ich habe andere Drohnen, aber keine Munition. Oh, verdammt. Oh, scheiße. Okay, der war gut, den muss ich ja lassen. Halte R2, / R2 gedrückt, um deine Angriffe aufzuladen. Aufgeladene Angriffe. Ah, guck mal einer an. So läuft also der Hase. Ja, das hätte man mir auch mal früher sagen können. Jetzt weiß ich, wie ich die Schilde da hinten von dem einen Idioten da durchbreche. Hätte ich auch eigentlich von selber drauf kommen können. Bin ich aber mal wieder nicht. Ach du Scheiße, was war das? Was war das? Oh, du hast da bestimmt noch was Tolles. Oh, Jungs. Ihr müsst unbedingt jetzt auch hier zu zweit angreifen. Kann das sein? Das ist euer Ding, oder? Und jetzt hauen sie ab. Nee, 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 nee. Was zum Teufel macht ihr denn hier? Was will die Alte mit dem Elektrostab? Na, warte mal, hier schlage ich ein Bein ab. Ach du Scheiße, was hat er denn da für einen Prügel am Start? Ne, warte mal, ich muss erstmal die junge Dame hier fertig machen. Ja, du weißt ja, hier Ladies first und so. Und jetzt der eine Idiot. Na komm, hier schlage ich noch einen Kopf ab, du bist ja nur Stufe 1. Schnell abtrennen, ich brauche Energie. Ein Hoch auf den Finisher. Oh, meine Fresse. Freundchen, ich würde ganz gerne deine Waffe haben, aber wie ich gerade sehe, kann ich dir das Ding gar nicht abnehmen. So toll das auch ist. Hey, sag mal, wo kommt ihr denn alle her? Ja, wir wissen ja, ihr habt die Dreier-Angriffskombi drauf. Das kennen wir doch. Aber können wir das vielleicht auch eventuell ganz cool hier vorne lösen? Naja, ich weiß, du mit deinem, weiß ich nicht, Prügel da. Ach du Scheiße, da war wieder einer mit einer Drohne. Ey, jetzt ist hier aber... Oh nein, oder? Ja, wir spielen mal wieder täglich grüßt das Murmeltier. Ich möchte mir ganz gerne meine Tech-Scraps alle wiederholen. So viele am Start sind, dann habe ich echt keine Chance. Hätte ich meine Drohne am Start gehabt, also mit mehr Munition, dann hätte ich das schon hinbekommen. Ich musste den Angriff unbedingt wieder durchziehen. Ich kann gar nicht anders. Aber ich habe dann wieder so viel Schaden genommen. Ach nee, aber es geht um 2200 Tech Scraps und die würde ich ganz gerne wirklich haben. Na komm, mach du mal den Anfang. Oh. Scheiße. Ja, ist ganz toll. Auf der Tanzfläche könntest du damit echt ein paar Mädels umhauen. Wortwörtlich gesprochen. Und du weißt ja, ich mache hier keine halben Sachen, außer mit dir.
verlierst auch ein bisschen Ausdauer, mein Bester, wa? Aber trotzdem wollte er mir nichts geben. Du geiziger Typ. Riverside Street. Ja, das kennen wir ja schon. Hey, du hast ja genau dasselbe Kopfmodul wie ich gehabt. War hier nicht noch einer? Nee, da war nicht da. Okay, dann versuchen wir es nochmal, an unsere Tech-Scraps zu kommen. Schwachstelle. Hast du noch ein tolles Kopfmodul für mich? Kann das sein? Ich glaube, das ist der Goliath-Helm, den die Alte hat. Bin mir aber nicht ganz sicher. Versuche jetzt hier mal ein bisschen besser voranzukommen. Mal ein bisschen Heilung aufladen. Oh, das muss jetzt wieder sein, oder? Dann droppt er nur ein paar beschissene Omnizellen. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, das waren unsere Take-Scraps. Oh, der Verrückte ist schon wieder am Start. Ja, ich weiß. Komm du mal nach hier oben, mein Freund. Dein Schild. Schlage ich dir dann mal so weg. Ganz einfach, weil wir es können. Aber ich hätte ganz gerne deine eine Waffe, mein Bester. Aber du hast ja da keine Schwachstelle. Oh, okay, gut. Der war richtig gut. Was zum Geier hat der für eine Waffe? Gesundheit wiederhergestellt. Toll. Aber die Waffe sah nice aus. Ah, ich weiß. So, Freundchen, diesmal regeln wir das ganz sportlich. Oh nein, nein, nicht er schon wieder. Kann ich jetzt eventuell die andere Waffe da haben, Kollege? Würde das gehen? Nee, er will nicht. Er will sie mir nicht geben. Oh, verdammt. Es darf doch nicht wahr sein. Ich habe Kreis gedrückt. Ich habe Kreis gedrückt. Ja, da fällt mir gerade wieder ein toller Spruch zu ein. Die letzten Worte eines Gamers. Ich habe doch die Taste gedrückt. Und ich schwöre, ich habe sie gedrückt. Er schwingt hier um sein Leben. Komm, Johnny Walker, mach mal hier was. Ich hab das jetzt mal ein bisschen mit dem Aufladen gemacht. Dass ich mir dann doch mal das ein oder andere Heilungsimplantate auffüllen kann. Das hätte mir echt den Arsch gerettet. Ich schwöre, ich habe Kreis gedrückt. Aber das Spiel hat es nicht angenommen. Komm, ich verpasse hier mal eine. Ah, nee, doch nicht. Oh, das mit dem Aufladen war ja geil. Das mache ich glatt normal.
Das ist ja geil. Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Oh, okay, du hast noch nicht. Du willst nochmal, wa? Ey, das darf doch nicht wahr sein. Haben wir es jetzt? Ich glaube schon. Ich wollte gerade sagen, wir können noch drei Heilungstools anwenden. Und die brauche ich jetzt wahrscheinlich auch. Alles klar, was hat die denn noch am Start? Ah, deine Waffe hätte ich ganz gerne. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ah, du bist ja ganz wild, wa? Oh, komm, ich trainiere das ab. Das brauchst du nicht mehr. Das hätte ich ganz gerne. Sollte eine neue Waffe sein. Modifizierte Feuerklaue. Echt nett. Gucken wir uns doch glatt mal an. Wir haben ja noch diesen Brecher bekommen. Der hat Schaden 100. Energiegewinn 90%. Ausdauerverbrauch 140%. Das ist aber alles im grünen Bereich. Aber das ist jetzt natürlich auf die aktuelle Waffe von mir gerechnet. Echt geil. Na komm, hauen wir doch mal rein. Von der Optik her, ja gut. Ich habe selber Angst vor mir, aber gut. Die Gegner sollen ja Angst vor mir haben. So, da sind meine Taste Grabs. Her damit. Einen Idioten hier, den hauen wir auch gleich mal weg. Ah, die Waffe ist relativ langsam. Oh nein, ich wäre schon wieder. Oh, ja, das kennen wir ja schon. Nee, am besten auch raus hier, denn davon sind zwei am Start. Habe ich mir schon fast gedacht. Jungs, können wir bitte hier oben kämpfen? Hier oben ist viel schöner, hier ist Licht. Hier haben wir schön Platz, uns auszutoben. Werdet ihr so nett? Ach, ihr seid Zwillinge. Kann ich von euch vielleicht jetzt hier andere Waffen? Ach, du Scheiße. Oh, die Waffe haut aber rein. Na, das war doch mal sportlich. Na komm, mach was. Damit ich dein Schild dadurch brechen kann, du Vollidiot. Na, verdammt. Die Waffe ist zwar nicht so schnell, aber ihr seht ja, wenn ich damit zuschlage, ja gut, dann wächst da auch kein Gras mehr. Und wir haben eine weitere Waffe erhalten. Was ist das? Astier Plasma Augur, einseitig montiert. Auch nice. Muss ich demnächst mal wirklich alles so ausprobieren? Nee, ich habe mich jetzt verdrückt. Aber würde ich ganz gerne jetzt gleich mal machen. Auch geil, oder? Ich meine, die Waffen sehen schon echt heftig aus. Hier bin ich doch hier vorne gerade noch gestorben, oder? Hier war doch... Achso, ja. Wieder einer von den Schwingern. Oh, der trifft mich auch noch. Das ist ja geil. Oh, das hätte ich gerne aus der Nähe gesehen gerade. Das sah heftig aus. Jungs, wollt ihr... Könnt ihr... Habt ihr kurz Zeit? Wahrscheinlich nicht, oder? Ihr habt keine Zeit, oder? Das ist ja natürlich nice.
Hast du gerade Zeit? Könnte ich dir eventuell ein paar Gliedmaßen abtrennen? Ich hätte ganz gerne deine Waffe, mein Bester. Dankeschön. Darf ich die haben? Du brauchst die, glaube ich, nicht mehr. Enders R53 Titan wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Neues Implantat. Komme ich da rein? Was zum Geil ist das? Na egal. Ich komme da erstmal nicht rein. Naja, ich weiß. Oh. Und ich habe ich ja gar nicht gesehen. Was war denn das gerade bitte schön für eine beschissene Kamerasicht? Nun kommen wir was den ersten. Naja, ich weiß. Schwingen und so. Ey, die Waffe ist ja echt geil. So viel Treffer brauche ich damit gar nicht und ich kann ihn damit auch ein bisschen unterbrechen. Jedenfalls sah das so aus. Ey, das Spiel macht jetzt echt einen Heidenspaß. Oh nein, jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Nicht schon wieder der verrückte Typ. Du brauchst gar nicht wegrennen. Ach du Scheiße. Hochheilen, hochheilen. Noch einer von dem. Komm, der eine muss weg sein. Kann ich mich in aller Ruhe um den anderen Piloten hier kümmern. Nochmal schnell was looten. Wir sind ja höflich. Hast du noch was Tolles? Vielleicht einen linken Arm, den ich gebrauchen könnte oder so? Du hast doch zwei. Du kannst doch sicherlich einen abgeben. Du bist, oh, ich habe gedacht, das war's jetzt mit dem. Aber sein Rage-Modus war noch nicht vorbei. Schema, Vulture-Brust-Modul. Ja, lesen kann ich auch nicht. Na, ist doch toll. Nein, 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 nein. Wo kommt er denn auf einmal her? Warte mal, deinen Helm brauchst du doch nicht mehr. Der steht hier gar nicht. Gib mir mal bitte den. Und ein weiteres Schema gefunden. So muss das laufen. Was haben wir da? Zellulärer Regenerator. Interessant. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hier noch hin kann. Und wo ich noch nicht gewesen bin. Das ist hier alles so scheiße groß. Was hat er da noch? Oh nein, nein. Nicht schon wieder einer von denen. Naja, ich weiß. Oh nein! Naja, ja, ich hab das schon gesehen. Heilige Scheiße, das war knapp. Gott sei Dank kriege ich noch Gesundheit durch den Finisher. Alles klar, jetzt weiß ich, wo ich bin. Da hinten ist schon wieder so ein Typ mit einem Schild, habe ich auch gesehen. Jetzt bin ich hier überall einmal durch und einmal rumgelaufen. Meiner Meinung nach habe ich das Gebiet jetzt relativ gut abgecheckt. Oh nein. Das musste jetzt wieder sein. Meine ganzen schönen Tech-Scraps. Ah, die hole ich mir wieder. Da laufe ich jetzt einfach hin und hole mir die und dann renne ich wieder zurück. Das ist doch echt verflucht hier.
Wundert euch nicht, warum ich den jetzt so schnell down gekriegt habe. Ich habe einfach auf seine Schwachstelle mal gezielt. Und davor habe ich einfach mal auf die Sachen gezielt, ja, die ich gerne haben wollte. Das habe ich ja bisher immer so gemacht. So, jetzt holen wir uns mal ganz schnell unsere Tech-Scraps wieder. Ihr seht ja, hier ist die Hölle los. Schnell zurück. Aber eventuell kann ich die Jungs hier oben auch hierher führen. Und dann... Nun komm schon, Mädel, was willst du denn hier noch? Das kann ich auch. Naja, gut, egal. Sollte erstmal reichen. Schnell zurück zur Medibay. Mal gucken, was wir noch ein bisschen verbessern können. Achso, ja, stimmt, hier sind ja auch noch ein paar. Die Waffe ist natürlich nicht so sehr schnell, aber dafür macht sie echt einen Heidenschaden. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass es nur Level 1 sei hier, aber nichtsdestotrotz haut das Ding schon ganz gut rein. Oh verdammt, die Folge ist schon wieder über eine Stunde. Na, diesmal war ich cleverer. Oh, okay, jetzt war ich total blöd und bin da auch wieder reingerannt. Ja, schon wieder zwei von den Idioten. Aber warte mal, dir trenne ich noch was ab. Vielleicht kann ich das ja noch gebrauchen. Du brauchst das ja nicht mehr. Du brauchst gar nicht so blöd gucken. Währenddessen ich dich da zerteile. Jetzt habe ich alles mitgenommen. Sieht ganz gut aus. Mal gucken, was wir hier Schönes jetzt zusammengesammelt haben in dieser einen Stunde. Ja, das kann sich schon sehen lassen. Das haut doch schon mal rein. Ausdauer 206, Akkueffizienz 204. Können wir da irgendwas herstellen? Oh, wir haben ja schon drei Schemata von der Vulture-Klasse, also von der Sentinel-Klasse, sehe ich gerade. Das ist natürlich geil. Dann brauchen wir nur noch das linke Bein. Alles klar. Gut. Weiß ich Bescheid. Kann ich das Implantat eventuell noch upgraden? Ja, ich könnte es upgraden, aber mir fehlt dazu ein wenig Tech-Scrap. Wir haben echt einen Haufen an Waffen zusammenbekommen. Okay, das kann sich schon mal sehen lassen, wie ich finde. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende der Folge. Also vom Story-Verlauf sind wir jetzt nicht so wirklich weitergekommen. Aber wir konnten ordentlich was an Ausrüstung und an Waffen zusammensammeln. Und das ist halt auch so in diesem Spiel. Und ich hatte euch ja gesagt, ich spiele nicht immer straight die Story. Ich gucke mich wirklich in jeglichen Winkeln und sowas alles um. Versuche auch relativ viel zu finden. Und so mache ich halt meine Let's Plays. Und wenn euch das Video trotzdem gefallen hat und ihr vielleicht auch weitere Folgen sehen wollt, dann kommentiert oder abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und lasst vielleicht eine kleine, tödliche, mechanische Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal und sage Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Let's play The Search 2.